Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema häufige Fragen zur Hochrechnung bzw. zur Potenzialanalyse. Relativ häufig bzw. grundsätzlich führe ja ich die Trägerunternehmen und den steuerlichen Berater durch die Hochrechnung oder wir arbeiten auch mit Erklärvideos, denn es ist wichtig für unsere Berater, die Hochrechnung in der Tiefe zu verstehen und wirklich die häufigsten Fragen, die so auftreten können, zu beantworten zu können, zumindest im Groben. Mir geht es jetzt nicht um die Erläuterung der verschiedenen Tabellen. Da gibt es ein gesondertes Video zu den Hochrechnungen, gibt es auch allgemeines Erklärvideo. Es geht nur um Besonderheiten. Das Thema ist zulässige Dotierung. Wir haben natürlich die Dotierung in den ersten Jahren. Warum verändert sie sich nicht? Warum ändert sich diese ganz klar? Weil Mitarbeiter natürlich zum bestimmten Zeitpunkt erst 27 werden und dann kann für die erst dotiert werden. Darum steigt es natürlich. Es könnte auch sein, dass hier nachdotiert wird, dann geht halt einer in den Ruhestand und ich kann für diesen nachdotieren. Das ist mal die eine wichtige Frage. Die zweite Frage ist natürlich Steuern der Unterstützungskasse. Die treten ein, fallen wieder ganz weg, kommen wieder. Das ist einfach, wie halt gerade die Zyklen sind, wie weit ich oder über den üblichen Dotierungsrahmen bin, wie weit ich in der Überdotierung bin. Hier haben wir aber Einzelbetrachtung. Wir tun so, wie wenn das nur eine eigene Unterstützungskasse wäre und nur das einzige Trägerunternehmen drin. In der Gruppenunterstützungskasse werden diese Beträge nie kommen. Das ist zumindest zu einem gewissen Teil eine stille Reserve, weil in der Gruppenunterstützungskasse durch neue Unternehmen, durch wachsende Unternehmen immer wieder Volumen entsteht, die partielle Steuerpflicht drückt, beziehungsweise für die Unterstützungskasse insgesamt Dotierungsvolumen schafft. Liquiditätsverlauf. Liquiditätsverlauf, eine der Auffälligkeiten ist hier, wir haben hier eine negative Steuersparnis. Wie kommt es zu einer negativen Steuersparnis? Eine negative Steuersparnis ist eine Nachzahlung. Nachzahlung heißt, die Aufwendungen, die wir haben, sind geringer als die Erträge, die wir verbuchen können. Größter Ertrag ist mit Sicherheit die Entgeltumwandlung und die Steuersparnis. Die Aufwendungen sind natürlich die gesamten Liquiditätsabflüsse, aber Aufwendung ist natürlich auch hier die Dotierung bzw. der Zins. Das ist natürlich nur nicht liquiditätswirksam in der Liquiditätsbetrachtung, weil der Zins kommt rein in die Unterstützungskasse und als Darlehen wieder zurück. Der Zins als solcher ist neutral und die Dotierung auch. So kann man das relativ leicht ermitteln. Liquiditätsänderung. Es kommt zu bestimmten Zeiten auch hier zu Minuszeichen, das heißt zu negativer Liquidität. Was heißt es? In den jeweiligen Jahren sind die Auszahlungen schlichtweg höher als die Einzahlungen, das heißt als die Entgeltumwandlung und SV-Ersparnis und die Steuerersparnis. Das kommt immer dann, wenn höhere Versorgungsleistungen in diesen Jahren eintreten. Man kann es für die Erklärung sich einfach hier nehmen und sagen, okay, ich habe hier bereits 20 Mitarbeiter ausgeschieden. Ich habe hier 21.000 Euro negative Liquidität. Wären die 20 Mitarbeiter da, würden 200 Euro, sprich 2.400 Euro plus Sozialabgaben rund, sagen wir mal, 3.000 Euro pro Mitarbeiter umwandeln pro Jahr, dann wären es 60.000 Euro, die hier neue, frische Liquidität kommen würde. Das heißt, diese Belastung, diese Zahlen würden sich weit nach hinten verschieben. Hätte ich vielleicht meine Mitarbeiter aufgebaut und habe nicht mehr 50 Mitarbeiter, sondern 60 Mitarbeiter, habe ich hier vielleicht schon 40 oder 30 neue Mitarbeiter. 30 mal 3.000 sind 90.000 Euro. Das heißt, auch das wird sich nach hinten verschieben. Einfach als Erklärung und als Ansatz. Anlage der freien Liquidität, das ist im Wesentlichen eine Spaltenwiederholung. Die Liquiditätsspalte wird von vorne wiederholt. Die Steuersparnis- und Entgeltumwandlungsspalte einfach nur nochmal, um sie im Gedächtnis zu haben, was fließt wirklich zu. Und dann wird einfach so gerechnet, dass hier ohne Fluktuation gerechnet, jeder verstirbt erst mit 86, das genau so gerechnet wird, dass sie zum Schluss 0 auf 0
aufgeht oder einigermaßen 0 auf 0 aufgeht. Der Zins wird also durch Interpolieren ermittelt und wir haben hier 2,98% notwendiger Ausfinanzierungszins ohne Fluktuation, ohne dass ausgeschiedene Mitarbeiter durch neue ersetzt werden, aussterbendes Versorgungswerk und so weiter, volle partielle Steuerpflicht und so weiter, ist dieser Zins notwendig. Ganz wichtig hier, hier haben wir nochmal einen relativ großen Abfluss. Der Abfluss entsteht durch eine negative Steuersparnis, das heißt eine Steuerbelastung. Und die Steuerbelastung, die kommt einfach daher, dass wir mehr Mittel schon in der Unterstützungskasse steuerlich verarbeitet haben, mehr Aufwand gebildet haben, als wir überhaupt brauchen. Und darum kommt es hier natürlich zu einer Steuerzahlung, wenn ich das wirklich beenden möchte. Das ist das, was die meisten Mitbewerber schlichtweg nicht berücksichtigen und als relativ großen Fehler drin haben. Und da kommt es einfach zu dieser Steuerzahlung und die berücksichtigen wir natürlich auch liquiditätsmäßig und im Rahmen der steuerlichen Betrachtung. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur Liquidität bei Kostenübernahme durch das Unternehmen. Das heißt, er ist bereit, unsere Kosten zu zahlen, zahlt hier dann nur mehr 2,64. Das heißt, der Unterschied zwischen 2,64 und 2,98, die 0,34, das wäre im Prinzip das, was den Aufwand ausmacht, PSV plus unsere Honorare, Einrichtung und Verwaltungsgebühren. Ja, auch diese Spalten und diese Seiten sollte man kennen. Wie gesagt, hier nochmal ganz wichtig, das ist für mich der entscheidende Zins. Der ist im Worst-Case-Szenario ohne Fluktuation, ohne Ersatz neuer Mitarbeiter, volle partielle Steuerpflicht, Aussterbenversorgungswerk, der ist notwendig, um die Restliquidität mit diesem Zins arbeiten zu lassen, dass das Ganze 0 auf 0 aufgeht in dem Szenario, das wir gerade gesehen haben. Bei einem höheren Zins bleibt nämlich auch mehr übrig. Und dann gibt es, wie gesagt, das zweite Szenario, da rechnen wir die Einrichtungs- und Verwaltungshonorare raus. Das heißt, wir tun so, wie wenn der Unternehmer diese selbst zahlen würde und haben dann natürlich geringeren notwendigen Ausfinanzierungs, weil natürlich mit der Restliquidität zumindest unsere Honorare, Einrichtung, Verwaltung nicht mit verdient werden müssen. Was man ganz deutlich sieht, das teuerste am ganzen Versorgungswerk ist immer die arbeitgeberfinanzierte Komponente. Wenn ich arbeitgeberfinanziert was machen möchte, ohne dass ich bereit bin, Geld in die Hand zu nehmen, das heißt, das arbeitgeberfinanzierte muss ich im Prinzip aus der Restliquidität des Mitarbeiters langsam erwachsen, dann brauche ich, wie gesagt, diese 2,98%. Wenn ich sage, diese lege ich wirklich effektiv drauf, nehme es selbst in die Hand, dann brauche ich natürlich einen deutlich geringeren Zins. Also wenn der Zins mal zu hoch ist, den größten Einfluss hat man darauf, wenn man einfach eine geringere arbeitgeberfinanzierte Komponente macht, beziehungsweise unterstellt, dass der Arbeitgeber wirklich diese Komponente eben auch tatsächlich aufwenden will und nicht nur sich ersparen will aus der Anlage der Restliquidität vom Mitarbeiter. Damit bedanke ich mich schon wieder für die Aufmerksamkeit. Es gibt eine Reihe weiterer Videos, in der Teilaspekte zur Hochrechnung erklärt sind. Es lohnt sich wirklich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Damit bedanke ich mich und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.